Wir sind maximaler Rang. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ninja Legends. Und ja Leute, heute sind wir nicht in einer großen Gruppe hier, sondern nur zu zweit, weil wir haben gerade ziemlich spät nachts und deshalb, ja, Leute, heute ist es soweit. Heute schalten wir den letzten Rang frei, den es in diesem Spiel gibt. Und zwar Immortal Assassin. Ich habe gerade Immortal gesagt, ich meine Immortal Assassin. Ja Leute, im letzten Video hatten wir Sensei freigeschaltet. Mittlerweile habe ich Meister Sensei, Ninja Legend und Master of Shadows. Ich hab ja gedacht, ich werde im nächsten Video das hier freischalten und dann im nächsten das und dann das. Und jetzt schalte ich direkt das hier frei, Leute. Wie krass ist das, Leute? Dafür könnt ihr erstmal direkt einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr nicht mehr verpassen wollt, was Ninja Legends und so weiter angeht. Ja, Leute, wir werden es jetzt einfach kaufen. Ihr seht hier, ich habe genug Geld. Ich habe sogar mehr als genug Geld. Ich habe hier alles. Ah, ne, ich bin gar nicht auf der obersten Insel. Aber, ja, Leute, wir werden es jetzt kaufen in 3, 2, 1 und BAM! Wir sind maximaler Rang bis zum nächsten Update. Und das sieht ja mal so krass aus. Chat ist on point. Zack, zack, zack. Machen wir direkt mal ein Foto davon noch. Ich meine, warum denn auch nicht? So. Leute, hier seht ihr meine Pets, meine ganzen Boosts. Ich habe einen Boost von 3400 Chi momentan und auch von 3400 Coins. So, das ist schon ziemlich gut. Hier sind meine ganzen Pets, Leute. Ich habe heute tatsächlich gelivestreamt und ja, da habe ich sehr, sehr viele Pets an euch verlost. Gefühlt jeder hat ein Pet bekommen. Wenn ich mehrere, sehr viele Pets habt ihr bekommen, ihr wart alle sehr glücklich. Ich habe nur positives Feedback bekommen. Also Leute, falls ihr den nächsten Livestream nicht verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Dann kriegt ihr, ich habe hier sehr viele von Mini-Sensei verlost. Dann von den, von den Dark Karma und von den Corrupted Soul. Zwar nicht die Enthusiast Version, sondern die normalen. Aber für Neuanfänger, für die, die das noch nicht haben, war das ziemlich cool. Deshalb abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Weil, ja, warum nicht, ne? Der nächste Stream, da werde ich auf jeden Fall wieder viel verlosen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streame. Vielleicht nächstes Update, vielleicht auch noch davor. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall, Leute, das geht ziemlich schnell. Ihr hört meine Maus hier am Durchklicken. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir genug Geld, um uns mal hier das Beste hiervon zu kaufen. Zack, und das Beste hiervon. Und jetzt noch das Beste hiervon. Und ich merke gerade, diese Aura ist ja richtig cool. Die ist so blau und rot. Das ist mir gerade erst aufgefallen, das habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Und ja, jetzt müsste ich wieder hochspringen, wie jede Folge. Das werde ich jetzt mal ganz schnell für euch beschleunigen. Und ja, dann mal schauen, wie krass wir noch werden können. Wie krass dieser Boost ist. Wir haben einen Boost von 175. Und ja, ich weiß nicht, was ich diese Folge dann exakt noch machen sollte. Das werden wir dann ja sehen. Aber erstmal werde ich hochspringen und wir können auch diese Kisten hier einsammeln. Aber das werde ich gleich erst machen. Wobei, komm, ich nehme sie einfach mit. Warum denn auch nicht? So, ich habe mich eingesammelt. Jetzt werde ich aber gerade mal hier Unequip All drücken. Dann werde ich hier die, das equippen, dich equippen und dann noch, wo haben wir sie? Hier meine Lieblings-Team. Zack, 900er Boost. Dich Boost, dich Boost und wo haben wir den letzten? Wir haben hier von irgendwo einen rumfliegen. Perfekt, hier. So. Ja, jetzt müssen wir nach oben. Jetzt kriegen wir zwar noch mehr Chi und alles. Schlagen können wir eh nicht, weil mein Backpack gerade voll ist. Und, ja. Wir haben einfach gerade 57.000 Chi dadurch bekommen, dass wir so eine Box eingesammelt haben. Und da ist die nächste Insel. Wir sind auf dem Weg nach oben. Aber ich wollte ja einen Speedcut machen, das heißt. Leute, ihr habt gerade gesehen, wir sind auf dieser Insel. Wir sind einfach nur zum Shop, haben bei All gedrückt, hatten das alles. Ich musste gerade zweimal klicken, mein Backpack ist schon voll, Leute. Und ich habe den besten Backpack, den ich gerade haben kann. Wie krass ist das bitte? Also diese Klasse, beziehungsweise Rank, der ist richtig OP. Meine Pets sind auch OP, Leute. So, dann sind wir schon hier bald oben. Es dauert noch ein bisschen. Es ist immer ein bisschen nervig, da hochzuspringen, aber es macht auch irgendwie Spaß. Wenn es keinen Spaß machen würde, hätten die diese Funktion hier nämlich nicht drin. Und ja, Leute, ich finde das richtig cool, dass wir so jetzt die krasseste Klasse haben. Vielleicht ist der nächste Schritt ja, auf das Leaderboard zu kommen, also dass wir der beste Spieler der Welt werden. Vielleicht schaffe ich das irgendwie. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall werden wir jetzt die nächste Kiste hier einsammeln. Und 40 Millionen Ski haben wir jetzt fast bekommen.
Wieder angekommen. Zack, bei all. Und wir haben schon wieder fast alles. Leider nicht alles, aber fast alles. Und aber wir haben gleich alles. Das hier können wir auch noch einsammeln. Zack. Perfekt. Und mal schauen, ob wir jetzt alles haben können, wenn ich das jetzt hier. Zack. So. Okay, hier haben wir auf jeden Fall alles. Und hier haben wir immer noch nicht alles. Okay. Das will ich so nicht. Ich möchte nämlich alles haben. So. Und kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? So, zack und bam. Ne, wir haben es immer noch nicht. Okay, interessant, interessant. Nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Gut, wir haben genug, aber ich spare noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ich spare auf 3 QA. So, da haben wir 3 QA. Kaufen das hier, zack. Und dann können wir direkt hier auch das kaufen. Fertig, haben wir alles. Und weiter geht's nach oben auf die letzte Insel schon. Und dann haben wir es gleich. Und ja, Leute, wir sind ganz oben. Wir holen uns diese Kiste hier auch noch. Und jetzt haben wir einfach fast 200 Millionen Chi. Ja, Leute, ich bin schon ziemlich, ziemlich gut auf jeden Fall. Leute, viele haben mich auch gefragt, was für Gamepässe habe ich bis jetzt. Und ich sag's euch ganz einfach. Ich habe bis jetzt hier mir noch hier nie was gekauft. Obwohl das hier schon ziemlich overpowered ist. Damit kann man viel schneller auf den maximal rankommen. Hier habe ich mir auch noch nie was gekauft. Hier auch noch nie was. Das Einzige, was ich mir gekauft habe, ist hier die Pet-Kapazitäten, dass ich mehr Platz im Inventar habe. Das habe ich aber nur gemacht, damit ich die Pets verlosen kann, damit ich mehr Pets im Platz im Inventar habe, damit ich mehr verlosen kann. Ist natürlich logisch. Also das hier muss man nicht zwingend kaufen. Aber was ich auf jeden Fall ziemlich lohnenswert finde, ist plus 4 Pets. Das würde ich mir an eurer Stelle holen. Und Faster Sword. Aber plus 4 Pets ist Top Nummer 1 Game Pass. Dann kommt Faster Sword. Und dann 20 Platzkapazität, weil manchmal ist es echt ein bisschen kritisch mit dem Platz, wenn man nur 20 hat. Aber wenn ihr ein paar Robux habt, dann würde ich mir das hier holen. Das hier. Und nochmal das hier. Das hier ist nicht unbedingt notwendig. Ich habe es einfach nur geholt für euch. Ich habe es nur für euch geholt. Deshalb, Leute, würde ich mich über ein Like auf diesem Video freuen. Mal schauen, wie viele Likes wir bekommen können. Aber ich will jetzt auch nicht nach Likes betteln. Sowas will ich nicht. Also, ja, Leute. Auch falls ihr Kollegen oder so habt, die das Spiel auch spielen, aber mich noch nicht kennen. Ihr könnt das Video einfach auch gerne teilen. Weil dann sind sie vielleicht auch im nächsten Stream dabei. Und dann kriegen die auch vielleicht Pets. Warum denn auch nicht, ne? Also, ihr könnt auch natürlich Pets bekommen, dafür müsst ihr nur im Stream dabei sein und dann kriegt ihr auch eigentlich zu 90% welche. Vor allem nächstes Mal bin ich dann noch besser und dann kriegt ihr nämlich noch mehr Pets und sowas. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Jetzt sind wir schon ganz oben angelangt. Eigentlich habe ich das Spiel jetzt komplett durch. Okay, ja, um das zu kaufen, brauche ich ein bisschen mehr, als ich jetzt habe. Aber hier die Shurikens, die habe ich noch nicht, aber ich finde die auch wirklich unnötig. Deshalb öffne ich hier lieber Crystals. Aber das werde ich jetzt diese Folge nicht machen. Was ich diese Folge noch machen kann, ist eigentlich mal versuchen, einen Boss zu besiegen. Aber, nee, muss ich nicht unbedingt. Wir haben jetzt hier einfach den maximalen Rang. Das ist nice. So. Zack, gehen wir mal nach unten. So, wer sitzt denn da auf dem Hill? Da sitzen mehrere Leute auf dem Hill. Machen uns mal unsichtbar. Der denkt, der kann mich umbringen. Ich habe ihn weggeklatscht. So. Zack. Jedenfalls, was ich noch machen werde, ist jetzt hier die beiden Pets de-equippen, unequip. Und ich hatte noch davon eins equipped, unequip. Und werde hier meine Mini-Sensors wieder equippen, damit ich noch mehr Schlagkraft habe. Ich schau mal kurz zum Boss, wie low der ist. Ja komm, wir können ja mal gerade versuchen, den Boss zu besiegen, mal schauen, wie viel Chi wir rausbekommen. Die Folge besteht zwar wieder nur aus Timelapse, aber ja, was soll man machen? Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Und wir haben jetzt schon durch 40 Hits haben wir 1 Million.
Und wir werden jetzt noch ein paar Mal schlagen. Zum Glück schlagen wir auch schneller. Bin mal auf jeden Fall gespannt, wie viel wir rausbekommen. Also Leute, wir haben jetzt 700 Hits und wir kriegen aber 20 Millionen Chi. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So. Cool. 20 Millionen, damit kann man was anstellen. Also ich zumindest. Das stelle ich dann aber nächste Folge an. Nächste Folge werden wir uns dann einen neuen Rang kaufen, wenn es denn einen gibt. Das heißt, nächste Folge kommt dann erst wahrscheinlich beim neuen Update. Oder ich habe irgendeine Idee und mache das. Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Join auch meinen Discord-Server, um mit mir zu kommunizieren, mit mir zu schreiben oder zu reden. Folgt mir auf Roblox, um meinen Spielen beizutreten. Auch hier könnt ihr dann rein beitreten. Oder sonst. Ja. Würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr nichts mehr, Leute. Würde ich sagen, war's mit der Folge. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, Leute.